Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Wanderung mit Adventure Trails. Ja, wir sind heute in Enkirch an der Mosel bei Traben-Trarbach und wollen den Seitensprung vom Moselsteig gehen, den Seitensprung Leiermannspfad. Ja, und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. So ein paar kleine Infos von uns zur Tour. Ja, der Leiermannspfad. Der hat 10 Kilometer ungefähr von der Länge her. Ja, und er führt hier wirklich jetzt ganz am Anfang beim Pfad. Nur der Aufstieg war ein bisschen anstrengend, ne? Also geht's gut den Berg hoch, gerade jetzt, wo die Sonne so schön scheint und der Schiefer von oben. Und wir möchten noch Trailroads grüßen, denn wir haben hier gerade in der Hütte, wo ihr am Anfang gesehen habt, ja, so ein Wanderbuch gefunden. Und da hatten die zwei sich auch eingetragen. Schöne Grüße!
wir sind jetzt hier vom Weg ein kleines Stück abgewichen. Hier ist noch so ein kleiner Seitensprung auf dem Seitensprung. Der geht 400 Meter weiter weg und da ist noch eine 200 Jahre alte Mühle. Die wollten wir uns einfach mal gerade angucken. Die war da auch ausgeschildert. Ist halt nicht direkt auf dem Weg, aber den kleinen Umweg nehmen wir in Kauf und dann gehen wir gleich wieder zurück und ihr seht die Mühle kurz im Video. Also wir sind in Enkirch gestartet, dann sind wir nach Starkenburg gelaufen. Der Weg war sehr schön, ein kleiner Pfad. Und Starkenburg ist ein kleiner süßer Ort. Wir sind dann von Starkenburg hier den Berg runter zu einer Mühle oder zu mehreren Mühlen. Und dann ging es einen ganz, ganz langen Weg, immer geradeaus durch den Wald. Es hat sich gezogen wie Kaugummi. Es nahm kein Ende mehr. Und dann denkt man ja, so jetzt ist man endlich da. Und dann ging es den Berg wieder hoch. Aber ich glaube, es geht nicht so lange berghoch. Also hoffen wir mal, dass wir unser Ziel bald erreicht haben. Aber das mit den 10 Kilometern haut auf jeden Fall nicht hin, weil meine Uhr jetzt schon sagt, es sind 13 oder 14 Kilometer. So, jetzt sind wir aber wirklich am Ende. Wir hoffen, die Tour hat euch gefallen. Also am Ende der Tour, aber auch so am Ende, weil wir sind sichtlich geschafft. Genau, und es war jetzt am Ende wirklich, hat sich etwas gezogen. Und es war auf jeden Fall länger als 10 Kilometer, also auch vom Gefühl her. Ne? Genau. Sonst gehen wir ja viele Traumschleifen. Da passt das immer ganz gut mit den Kilometern. Bei den Seitensprüngen, das ist uns jetzt schon mehrmals aufgefallen, Sonne. die sind gefühlt länger als angegeben. Genau, ja, stimmt. Also irgendwie sind die immer länger, ob die nur per Luftlinie ausmessen oder so, keine Ahnung. Und ja, wir würden uns trotzdem über einen Daumen nach oben von euch freuen. Lasst uns ein paar Kommentare da und wir sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss.